Rock'n'Roll. In diesem Film geht es um die Hoffnung aufs große Geld. Und um Frank Thelen, der es ermöglichen will. Die Finanzindustrie ist nicht begeistert von mir. Der Mann aus der Höhle der Löwen gibt sich als Vorzeigeinvestor. Was ist aus dem Geld geworden? Ist alles weg. Dabei ist Thelen der Liebling von Medien und Politik. Und ihr könnt jetzt investieren. Kann man Frank Thelen wirklich trauen? Ich schaue es mir an und gebe euch dazu gerne mal Feedback. Alles klar. Investiert in Aktien? Ja. Und zwar, was ist so dein Renditewunsch so? Mein Renditewunsch? Ja. 10%. Aktienfonds, verschiedene, also breit aufgestellt eigentlich. Und was ist so deine Renditehoffnung? Was träumst du dir? Ja, 7-15% sind schon mal drin. Ja, Bitcoin. Bitcoin? Aha. Und darf ich fragen, was du bis jetzt so verdient hast? Nichts verdient. Erst verdient, jetzt wieder runter, jetzt warte ich. Pass mal auf, wenn ich euch jetzt sage, ich nehme euer Geld und verdreifache das in 4 bis 5 Jahren, was würdet ihr denn sagen? Verdreifachen? Ja. Ja. Würdest du sagen, machen wir. Geil. Wo können wir anfangen? Wo dürfen wir unterschreiben? Moin, ich bin. Seit Corona boomt der Aktienmarkt. Die Zahl der Trader unter 30 ist um fast 70% gestiegen. Und einer weiß das für sich zu nutzen: Frank Thelen. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, das ist er. Thelen kommt aus Bonn, ist Unternehmer, Start-up-Investor und Tech-Influencer. Aber berühmt geworden ist er vor allem durch die Höhle der Löwen, wo er präsentiert wird, als sei er der bedeutendste Investor des Landes. Die Höhle der Löwen. Das, was du hier geschaffen hast, ist großartig, ja? Startup-Legende Frank Thelen. Das war jetzt ein Pitch. Ja, erst pitch ich, dann pitch ich. Thelen hat viele Startups aufgebaut, viele tatsächlich erfolgreich. Und hat in revolutionäre Technologien investiert, zum Beispiel in Flugtaxis. Er ist einer der erfolgreichsten Influencer Deutschlands. Seine Bücher sind Bestseller, er geht bei der Politik ein und aus und nicht nur da. Dieser Mann gehört ganz sicher zu den visionärsten Unternehmern unseres Landes. Uns zugeschaltet ist jetzt Deutschlands bekanntester Tech-Investor Frank Thelen. So, meine Damen und Herren, Sie kennen ihn alle, Frank Thelen von der Höhle der Löwen. Warum widmen wir uns jetzt eigentlich Frank Thelen? Thelen wendet sich jetzt an die breite Masse, an dich und mich, und zwar mit einem Finanzprodukt, mit einem Fonds. Und dabei erweckt er die Hoffnung, dass man durch ihn reich werden kann. Der 10xDNA-Fonds ist ein sogenannter Publikumsfonds und soll den Kleinanlegern richtig fette Gewinne bescheren. Das behauptet Thelen siegessicher in bisherigen Auftritten. Bei uns kommt einfach kein Unternehmen in dieses Portfolio, was ich nicht mindestens verdreifachen kann. Das ist aber eher schon wirklich das absolut untere Ende und sich eigentlich auch verzehnfachen kann. Der Fonds investiert in disruptive Technologien. Also Technologien mit dem Potenzial, die Welt zu verändern. Quasi in das nächste Apple, Google oder Facebook. Thelen behauptet, er und sein Team wüssten schon jetzt, welche Unternehmen das sein werden. Für diesen Fonds wirbt er offensiv um Kleinanleger, also um dich und mich. Jetzt kann wirklich jeder mitmachen. Jeder kann diese 10xDNA in seinem Portfolio haben. Ab ganz kleinen Eurobeträgen geht's los. Und ihr könnt das an fast jeder Bank einfach in euer Depot legen. Was im Folgenden wichtig ist, macht nicht von uns abhängig, ob ihr einen Fonds kauft oder nicht kauft. Das hier ist keine Finanzberatung. Auf jeden Fall erfährt der Fonds ein großes Medienecho. Und bei der Bank Comdirect zum Beispiel ist vom überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial die Rede. Thelen nennt sowas immer Erwartung. Aber auf viele wirkt es offenbar wie das Versprechen aufs große Geld. Wir machen uns auf den Weg nach Frankfurt. Denn wir wollen es genau wissen. Sind das seriöse Kursziele? Frank Thelen verspricht eine ziemlich hohe Rendite. Dazu gehört natürlich auch ein gewisses Risiko. Das sagt Thelen ja auch selber. Aber wie hoch ist so ein Risiko eigentlich? Um das herauszufinden, sprechen wir hier an der Frankfurter Börse mit Händlern, mit Leuten, die auch Fonds machen, weil die gehen ja täglich mit solchen Risiken um. Wenn ein Fonds verspricht, in den nächsten 4 bis 5 Jahren wollen wir das Geld unserer Anleger verdreifachen, wie sehen Sie sowas? Viel Spaß damit. Alle wollen schnell reich werden, deswegen werden sie es eben auch nicht. Und der Fonds, der gibt so offizielle Kursziele aus für die Aktien, die er hat. Ja? Also zum Beispiel ist Palantir, die sind heute bei 11. Ja. Und die sagen 2025 60 Dollar. Totaler Blödsinn. Ja? Also es ist, wie gesagt, das ist totaler Blödsinn. Ja? Weil wenn
es einen rationalen Grund gäbe, warum die Aktie in 25 bei 60 Dollar wäre, also einen rationalen Grund, natürlich kann es Fantasie geben, dann wäre sie heute nicht bei 11 Dollar, sondern bei, was weiß ich, 58, ja? Weil der Markt würde es eskompieren. Ja? Also von daher ist es einfach nur eine Fantasiegeschichte. Inzwischen musste auch Thelen seine Prognose für dieses Unternehmen nach unten korrigieren. Wir sind auch noch verabredet in der Börse selbst. Und zwar mit Arthur Brunner. Der Prokurist arbeitet seit über 30 Jahren in der Finanzbranche. Was sagt er zu Thelens Thesen? Bei uns kommt kein Unternehmen ins Portfolio, was ich nicht mindestens verdreifachen kann. Das ist aber wirklich das absolut untere Ende. Eigentlich sollen sich alle verzehnfachen. Dann würde ich sagen, dann sind die Unternehmen im Moment absolut unterbewertet. Und diese Versprechen halte ich absolut für Hanebüchen. Es gibt natürlich Unternehmen, wo sich das bewahrheitet hat. Ich nenne hier BioNTech, die ja den Impfstoff erfunden haben. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Und solche Versprechungen sind meiner Meinung nach unseriös. Unseriöse Versprechen. Fantasiegeschichten. Trotzdem erreicht Thelen viele Kleinanlegerinnen und Kleinanleger. Und natürlich nimmt er damit Geld ein. Die Anleger zahlen eine Managementgebühr und erwarten dementsprechend Gewinne. Allerdings kennt der 10xDNA-Kurs bis jetzt nur eine Richtung, nach unten. Es ist aufgefallen, dass unter den Postings bei LinkedIn, wo gesagt wurde, ja, ist gerade alles volatil, dass da schon den einen oder anderen gibt, der seine Unzufriedenheit geäußert hat. Und wir sind jetzt mit jemandem verabredet, der in den Thelen-Fonds investiert hat. Genau, und mit dem wollen wir mal sprechen, wie zufrieden er ist. Hallo. Guten Tag, Johannes Edelhoff hier, hallo. Wie viel haben Sie investiert und wie stark ist es runtergegangen und wie hoch ist da Ihr Verlust? Also 20.000, 35% runter, ich glaube 38 oder ist egal. Und der Verlust etwas über 7.000. Und gut, heute wären es 50%. Wenn man seine Artikel und seine Berichte gelesen hat, dann hat er ja Versprechungen gemacht, die waren unseriös. Also ich weiß, dieses Palantir da, wo er gesagt hat, verzehnfacht sich und so. Oder insgesamt sein Fonds wird sich in 5 Jahren verdrei- bis vervierfachen. Ja? Das schreibe ich nicht. Das kann ich als Erwartung oder als Hoffnung hinschreiben. Aber das hat Sie schon angesprochen? Also hat Sie das angesprochen, diese Erwartungen, die er da geäußert hat? Nee, eigentlich nicht. Trotzdem habe ich mich blenden lassen einfach, weil ich habe ihm mehr zugetraut und bin halt dann enttäuscht geworden, habe dann erstmal, bevor ich alles verkauft habe, nachgelesen, was er alles sonst noch für Sachen verzapft, ja, und dann bin ich eben draufgekommen. Ich will nicht sagen, dass er ein Scharlatan ist, aber er blendet seine Anleger und reitet auf dem Ross, das er nicht beherrscht. Er sagt ja, er möchte, dass mehr Leute in Aktien investieren. Also er spricht ja Leute an, die noch nichts investiert haben. Ja. Und ist dann sein Fonds der richtige, wenn man vorher noch nicht investiert hat? Also mit ihm anfangen ist tödlich. Da kaufen wir lieber einen Strick. Okay, das war deutlich. Und naja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich mit dem sprechen müssen, an den sich die Vorwürfe richten. Frank Thelen. Ab nach Bonn. Ah, da ist es schon. Thelens Firmensitz direkt am Rhein. Die Lage zwar keine Skyline, aber gar nicht übel. Drinnen angekommen heißt es erstmal warten. Thelen hat noch einen Termin, kommt ein bisschen später. Aber er kommt. Bei dir drehen? Moin, ja. Erstmal. Hi. Johannes. Hi. Hi. Genau. Hallo. Und hier. Schon mit dem Essen hier? Hier haben wir aufgebaut. Wir wollen uns erstmal ein bisschen umschauen, aber Thelen geht sofort ans Eingemachte. Das ist unser Bereich, wo wir in Aktien, kann man sagen, also in Listed Equity nennt man das, also Unternehmen, die an der Börse sind, investieren, mit dem gleichen Ansatz. Das heißt, wir sagen, was sind eigentlich disruptive Technologien, also jetzt mal sehr plakativ und einfach, vom Verbrennungsmotor zum E-Auto, aber natürlich gibt es das in allen möglichen interessanten Ausführungen. Diese Unternehmen analysieren wir, finden wir und bauen dann ein Portfolio auf,
an diesen Unternehmen. Ist es dann auch schon ein bisschen spekulativ, kann man das sagen? Nee, wir machen gar keine Spekulation. Also wir sind wirklich total, kommen aus der, funktioniert das biologisch, chemisch, physikalisch? Dann, wie groß ist der Markt? Ist das Produkt wirklich so weit weg? Wir sind total datengetrieben, haben die Wettbewerber, die beobachten wir über verschiedene Software-Tools. Also in 3 bis 5 Jahren sollten wir bei 95% unserer Aussagen und unserer Unternehmen recht behalten. Das ist schon also das absolute Ziel. Steile Ansage. Da Thelen heute nicht viel Zeit hat, fangen wir also mit dem Interview an. Was sagt er zu der Kritik aus Frankfurt? Also wir haben auch mit Leuten von der Frankfurter Börse gesprochen. Ja. Wir werden diese Bedenkenträger immer in Deutschland haben. Also die Finanzindustrie ist nicht begeistert von mir. Warum? Ich mache es halt total anders, genau wie bei der Buchindustrie. Die war auch nicht begeistert von mir. Und sage, Guys, ich will keine Bestandsprovision zahlen. Das will ich nicht. Guys, ich lege, und Girls, ich lege offen, was ich tue. 100%ige Transparenz, immer. Das finden die gar nicht gut, weil die wollen nicht, dass man bei denen in die Bücherei guckt. Bei uns alles offen. Ich sage, wie ich denke und handle. Ich lege meinen Research offen. Das finden die einfach alles nicht gut. Ist das so ein bisschen deutsches Mentalitätsproblem und wäre das in Amerika anders? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Auf jeden Fall. Also hier ist halt dieses, der ist Unternehmer, das ist böse oder der will irgendwie ein neues Produkt etablieren. Da wirst du, ist es einfacher an der Frankfurter Börse, quasi Leute, die da noch stehen an der Frankfurter Börse, von denen da Kritik zu hören. Okay, dann also an die Wall Street, New York. Wir waren da eh für einen anderen Film. Was sagen hier die Broker? I think this seems like a scam all the time. Like I don't think there's anything that no one has that much knowledge that they know which companies are going to go up by tenfold and others aren't. So that just seems like a scam. I think it's impossible to make that claim. Why? No one can predict the future of financial instruments. 4 or 5 years, triple the price, I'd be surprised. You'll look at that and say, how are they doing that? I think that's absurd. Why? Because there's no history of the market rising at that level consistently. It's just not possible. Trotz all der Kritik aus Frankfurt, aus New York, von den Kleinanlegern, hier in Bonn lässt man sich vom eigenen Kurs nicht abbringen. Also der Vorwurf ist ja schon, Kleinanleger werden in ein spekulatives Produkt, in ein sehr riskantes, riskantes wahrscheinlich besser, aber der Vorwurf ist ja, Kleinanleger werden in ein sehr riskantes Produkt. Aber da sind wir doch wieder. In Deutschland, immer ist alles Risiko. Es ist doch immer ein Chance. Aber es ist ja ein Risiko. Ja, aber es ist doch immer ein Chance-Risiko-Verhältnis. Genau, aber wenn man hohe Gewinne erwartet, dann ist das Risiko auch groß. Das habe ich ja gesagt. Die Volatilität, genau. Und das ist doch eigentlich das Coole. Warum sagt man nicht, also im Private Market, also das, was wir im Venture Capital Geschäft machen, da komme ich in viele Deals einfach nicht rein, weil es ein Closed Shop ist. Also wir haben schon ein gutes Netzwerk und so, aber es gibt immer wieder Deals, da dürfen wir nicht investieren. Im Public Market, also der Aktienmarkt, kann ich in jedes einzelne Unternehmen, darf ich investieren. Und ich empfinde das jeden Tag wirklich total ernsthaft als Geschenk. Und das ist doch hier auch. Das heißt, die Leute können, haben diese Option, wenn sie wollen, sich über unser Produkt zu informieren, zu verstehen, was wir tun, und dann können sie dabei sein oder nicht. Wie toll ist das denn? Es ist einfach eine weitere Option. Schauen wir uns die Option mal an. Thelens Fonds ist in 6 Monaten um etwa 44% abgestürzt. Die Zeit war nicht ganz leicht, deshalb der Vergleich. Der Nasdaq 100, das sind amerikanische Technologiewerte, der ist um knapp 27% runter. Und selbst andere, echt riskante Technologiefonds wie der da von Franklin sind bei nur minus 35%. Also Stand jetzt haben Kleinanleger richtig viel Geld verloren. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sich Thelen an Kleinanleger wendet und richtig was schiefläuft. Wir wollen euch jetzt mal einen anderen Fall zeigen. Und der geht los mit einer Folge Die Höhle der Löwen. Da sieht's aus, als hätten sich Thelen und der Gründer gesucht und gefunden. In der Höhle der Löwen hofft David Schirmacher auf Kapital und Unterstützung für sein Label von Flörke. Werden die Löwen in Fliegen, Krawatten und Einstecktücher investieren?
Guten Tag, mein Name ist David Schirmacher und ich bin Inhaber des Modehaus von Flörke. Wir haben uns auf hochwertige, handgemachte Herrenaccessoires spezialisiert. Du hast Waren im Lager im Wert von 400.000 Euro. Einkauf oder Verkauf? Verkaufspreise, klar. Wie hoch ist der Warenwert, also wie hoch ist der EK? Der EK sind etwa 25.000, 30.000 Euro. Oh Mann! Bombenmarge, Thelen schlägt zu. Einige Zeit später soll aber nicht mehr nur er von dem Unternehmen profitieren, sondern auch Kleinanleger, wie beim Fonds. Und um das Geld der Kleinanleger wirbt er in diesem Video hier, und zwar sehr überzeugend. Mittlerweile ist von Flörke ein etablierter Anbieter für Accessoires auf dem deutschen Markt. David hat mich von Anfang an überzeugt. Mit seiner Passion für sein Produkt, wie gut er den Markt kannte und dass er einen sehr, sehr klaren Plan hat. Und heute bin ich sehr, sehr glücklicher Investor. Denn in den letzten Jahren und Monaten haben wir uns unglaublich gut entwickelt. Wir haben neue Produkte, wir haben super Margen und es macht mir einfach große Freude zu sehen, wie das Unternehmen mit David super wächst. Frank Thelens Investition hat sich gelohnt. Mittlerweile beträgt der Umsatz pro Monat über 400.000 Euro. In 2017 wird bereits mit einem Gesamtumsatz von über 3,5 Millionen Euro gerechnet. Also uns liegen Unterlagen vor, betriebswirtschaftliche Auswertungen, die legen nahe, dass diese Zahl 2017 nicht korrekt ist. Und diese ganzen Gewinnprognosen hier, die stammen aus dem Reich der Fantasie. Die Kleinanleger beißen trotzdem an. Etwa 1,2 Millionen Euro investieren sie und hoffen, dass sich die vorausgesagten Zahlen bewahrheiten. Einer, der damals investiert hat, wohnt hier, in Konstanz am Bodensee. Michael Giesel hat 3.400 Euro in das Unternehmen investiert. Damals war er noch Student. Das Geld hat er sich in 2 Jahren zusammengespart. Passend irgendwie für Thelens Kleinanlegerstrategie. Was wurde sozusagen finanziell versprochen? Erinnerst du dich da noch dran? Und was hast du dazu gedacht? Also 9% Rendite im Jahr wurde versprochen, plus noch eine Sonderzahlung im Fall, dass es besonders gut läuft. Es wurden Geschäftszahlen prognostiziert für die nächsten Jahre. Die bisher gelaufenen Jahre wurden auch gezeigt und es schien alles plausibel und es schien so, als ob das eine absolute gute Geschichte sein wird. Dann ist ja auch Frank Thelen aufgetaucht in diesem Werbevideo. Erinnerst du dich noch daran, wie das war? Also, ja. Er hat ja gesagt, ich bin ein glücklicher Investor. Was für eine Rolle hat das bei dir, für dich gehabt, dass er da nochmal auftritt? Schon eine große, würde ich sagen. Also man kennt ihn aus dem Fernsehen, man denkt, er weiß, was er macht. Er ist dieser Startup-Mensch, steht mit seinem Namen in gewisser Weise dafür ein. Ja, ich würde schon sagen, dass es entscheidend war. Also so den letzten Anstoß gegeben hat, sagen wir es so. Also ich kannte halt das Geschäft aus den Höhlen der Löwen und fand es auch so schon irgendwie überzeugend. Aber dass der Typ noch dabei war, das war dann schon so der letzte Punkt quasi. Und wie viel Geld und was hast du dann gemacht, nachdem du es gesehen hast? Beschreib einfach nochmal. Dann habe ich halt, habe mir alles durchgelesen und habe dann 3.400 Euro investiert. Und was ist aus dem Geld geworden? Nichts. Ist alles weg. Null? Ja. Die Firma, die Thelen empfohlen hat, geht insolvent. Auch weil der Gründer offenbar private Probleme nicht in den Griff bekommt. Aber das ist eine andere Geschichte. Für die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger heißt es auf jeden Fall Totalverlust. Okay, das kann ja bei so einem Investment mal passieren. Das ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Uns wurden Unterlagen zugespielt. Verträge, Rechtsanwaltsschreiben, Schriftverkehr, E-Mail-Verkehr. Und vor allem interessant ist dieser Notarvertrag hier. Darin steht schwarz auf weiß, Thelens Firma E42-2 GmbH wollte seine Anteile schon abtreten. Datiert ist der Vertrag auf den 4. August 2017. Da lief die Finanzierungskampagne aber noch. Das heißt, Frank Thelen sagt einerseits in einem Werbevideo, er sei ein glücklicher Investor. Andererseits gibt es diesen Vertrag, der uns sagt, dass seine Firma zu dem Zeitpunkt offenbar schon die Anteile verkaufen wollte. Er wollte also kein Teil mehr dieses Investments sein. Wollte er die Kleinanleger hinters Licht führen? Du sagst in dem Video, wir haben super Margen und du bist ein total glücklicher Investor. Mhm. Und
das Video war ja bis 12.08.2017 online. Ja. Es gibt aber einen Notarvertragentwurf, der ist vom 4.08. Ne? Ja, ja, also das heißt, während das Video lief, hast du schon versucht, das Unternehmen loszuwerden. Ja. Das heißt, während Leute gesehen haben, investier bitte, ich bin glücklicher Investor, warst du es nicht. Ich habe in keinster Weise irgendwann zu Crowdfunding-Leuten gesagt, bitte investiert hier, und habe hintenrum mein Geld schon verkauft oder mein Anteil oder mein Geld. Oder nein, oder aber was. Das ist schon nicht, dass du es verkauft hast, aber dass du die Absicht hattest. Weil auch nicht. Also ich habe in keinster Weise, während ich Leuten etwas erzählt habe, dass ich sage, ich bin ein glücklicher Investor, das darf ich rechtlich, glaube ich, sagen, habe ich in keinster Weise eine Absichtserklärung, einen Verkauf oder sonstiges unterzeichnet. Ja gut, aber da ist ja eine Absicht drin, wenn ein Notarvertrag aufgesetzt wird, der ist ja sozusagen den Sätzen. Aber den kann doch jeder aufsetzen, da muss ich doch gar nicht dabei sein. Das ist Bullshit. Also aber da steht doch deine Firma drauf. Ja, und jeder kann doch zum Notar gehen, der David, und sagen, ich hätte gerne einen Notartermin mit folgendem Dokument, da bin ich doch gar nicht involviert. Also du warst in diesen ganzen Prozess nicht involviert? Nein. Ich habe da keine böse Absicht gehabt. Ich habe da kein Geld rausgezogen. Ich würde nie. Guck mal, meine Reputation ist doch viel wertvoller als. Ja. Da war doch auch nichts mehr zu holen. Ja. Also stimmt es nicht, dass du verkaufen wolltest? Nein. An keinster Stelle. Also ich muss es gleich auch. Ne, weil was ich auch ja, nee, kann, nee, aber es ist ja wichtig, dass man es klärt sozusagen. Wirklich, ja. Wirklich. Ich schaue es mir an und gebe euch dazu gerne mal Feedback. Alles klar. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Damit ist das Interview beendet. Wenigstens vorerst. Wir machen uns auf den Heimweg. Ungefähr auf der Höhe von Recklinghausen bekommen wir dann einen Anruf im Bordbistro. Thelen. Und kurze Zeit später dann eine Mail. Also, ich habe jetzt gerade noch eine Mail bekommen. Die mache ich jetzt mal auf. Von seiner Assistentin. Hallo Timo, danke für das Gespräch eben. Frank hat jetzt Rückmeldung zu von Flörke. Hierzu würden wir uns am Montag dann melden. Wie besprochen waren bei von Flörke rechtlich heikle Aussagen dabei. Hierzu hat Frank sich jetzt informiert und würde gern mit euch besprechen, welche Passagen wir davon verwenden können. Natürlich besprechen wir nicht mit Frank Thelen, welche Passagen wir verwenden. Aber ein weiteres Interview machen wir gern. Und Spoiler, er behauptet jetzt nicht mehr, dass er nicht verkaufen wollte. Plötzlich heißt es, hätte er verkaufen wollen, wäre das ein positives Zeichen gewesen. Da sieht man ja, dass da eine Klausel drin ist, die ganz klar sagt, darüber darf man öffentlich nicht sprechen. Deswegen kann ich weder sagen, ob dieser Vertrag echt ist oder nicht echt ist. Was ich sagen kann ist, er ist nie beurkundet worden. Das kann ich hier sagen. Und wenn er denn existieren würde, dann wäre es eigentlich ein gutes Zeichen für das Unternehmen, weil hier sowohl ein starker Investor als sogar auch so ein M&A-Berater, der eigentlich nur Deals macht, wenn da wirklich viel Geld im Spiel ist, involviert ist. Und was dieser Vertrag sagen würde, ist, dass wir und auch alle anderen Investoren rausgekauft werden sollten, zu einem vernünftigen Preis, vor allen Dingen aber, dass auch noch neues Kapital in die Gesellschaft reinfließt. Und damit wäre diese Gesellschaft nochmal deutlich gestärkt worden. Vor diesem ganzen Hintergrund nur noch einmal zusammengefasst, ne, weil der Eindruck, den man haben kann, ist ja schon gewesen, Kleinanleger haben investiert, weil Frank Thelen das empfohlen hat. Ne? Und das wirkt dann so, mit diesen ganzen Verkaufsabsichten, so, als ob du die Kleinanleger hinters Licht geführt hättest. Nochmal, also wenn du bei Verkaufsabsichten auf diesen Vertrag, den ihr mir vorgelegt habt, verweist, dann kann ich nicht sagen, ob der existiert, aber sollte der existiert haben, wäre das eine sehr gute Nachricht für die Crowd-Investoren gewesen. Ja, Fakt ist halt, Kleinanleger haben ihr Geld verloren, ne? Absolut scheiße. Das sollte einfach nicht passieren. Nur dieser Vertrag, den ihr da habt, wenn es den so geben würde mit dieser Holding, der würde eine völlig andere Sprache sprechen. Und ohne euch da nahe treten zu wollen, vielleicht könnt ihr mit anderen Startup-Investoren noch drüber sprechen,
Das wäre ein gutes Signal gewesen, wenn es diesen Vertrag so geben würde und wenn dieses Kapital so gezahlt worden wäre. Das lassen wir uns nicht nehmen. Gern fragen wir einen anderen Start-up-Investor. Und zwar einen der bekanntesten hier in Deutschland, Philipp Klöckner. Er steht Frank Thelens Geschäften kritisch gegenüber. Was sagt Klöckner dazu, dass Thelen bei Kleinanlegern Werbung für das Modelabel von Flörke gemacht hat? In der Branche weiß man eigentlich, dass sozusagen der Fakt, dass man Kleinanleger in Startups reinholt, eigentlich ein eher schlechtes Signal ist. Weil die guten Startups kriegen in der Regel Geld von institutionellen Investoren, also von großen, renommierten Wagniskapitalfinanzierern. Und wenn man das dann eben stattdessen mit Kleinanlegern macht, dann spricht das in der Regel dafür, dass niemand anders das finanzieren wollte. Aber er hat das ja eigentlich öfter gemacht, ne? Also es gibt ja 3-4 Sachen, wo er... Ja, für ihn ist das natürlich besonders einfach durch sozusagen seine Medienmarke, die er aufgebaut hat und auch sehr erfolgreich aufgebaut hat, zweifelsohne. Und das ist natürlich so ein Fund, was er mit in die Schale werfen kann. Dass wenn keine Kapitalgeber mehr da sind, dass man sagen kann, ich kenne noch ein paar Fernsehzuschauer, die das vielleicht spannend finden würden. Aber was sagt Klöckner zu dem Notarvertrag? Dazu, dass Thelen offenbar verkaufen wollte, während er um Anleger warb. Offenbar war er zu dem Zeitpunkt schon überzeugt davon, dass er nicht länger investiert bleiben möchte in das Unternehmen, während er anderen dazu geraten hat, sozusagen in das fallende Messer zu greifen. So, das ist wahrscheinlich die treffendste Umschreibung. Ja. So, wenn das so stimmt, dann würde ich daraus schließen, dass jemand bereit ist, falsche oder unvollständige Aussagen zu machen, in dem Wissen sozusagen einen finanziellen Vorteil davon zu erlangen. So hielte ich ja zum Beispiel nicht für die Person, sondern die Integrität besitzt, Hunderte von Millionen in Fonds zu verwalten. Bei von Flörke war Frank Thelen aber eine Sache noch ganz wichtig. Es tut ihm sehr leid. Wir haben unser Geld verloren. Es tut mir sehr leid, dass die Crowd hier auch das Geld verloren hat. Das war niemals unsere Intention. Wir haben 2 andere Crowdfunding-Kampagnen bei DHDL gemacht. Die liefen hervorragend. Alle haben ihre hohen Zinsen und das gesamte Geld zurückbekommen. Was hat Thelen hier gerade gesagt? Es gibt 2 erfolgreiche Investments. Stimmt. Aber was er nicht gesagt hat, es gibt auch noch ein drittes. Und das ist auch wieder nicht so gut gelaufen. Wieder ein Projekt aus die Höhle der Löwen. Grundsolide präsentiert. Diesmal sollen die Kleinanleger in einen Spielzeugverleih investieren. Ich bin seit über 2 Jahren in die Spielzeugkiste investiert. Mir macht es große Freude zu sehen, wie die beiden Gründer gewachsen sind und zu echten Managern geworden sind. Aber auch das Produkt hat sich entwickelt. Und das Allerbeste, unsere Kunden bleiben lange treu. Ich werde auch wieder investieren. Die Kleinanleger haben Thelen auch in diesem Fall offenbar wieder mal geglaubt. Sie haben insgesamt 1,5 Millionen Euro investiert in das Unternehmen. Und was ist passiert? Es ist insolvent gegangen. Spielzeugkiste ist doch auch insolvent gegangen. Und da wurden ja auch die Crowd-Investoren nicht alle ausbezahlt. Und da hast du ja auch dafür geworben. Ja. Absolut, genau. Also ich glaube, bei der Spielzeugkiste, da müsste ich mich jetzt auch wieder schlau machen, also was genau da wie gelaufen ist, weil ich glaube, dass ein großer Teil des Crowdfundings zurückgezahlt wurde. Ja, ich kann leider nicht sagen, mit wem ich gerade telefoniert habe, aber aus Kreisen von meinespielzeugkiste.de können wir jetzt ziemlich gesichert sagen, dass die Aussage, dass die Kleinanleger einen Großteil ihres Vermögens zurückbekommen werden, definitiv komplett falsch ist und dass sie das auf gar keinen Fall bekommen werden. Das Insolvenzverfahren läuft noch, aber wahrscheinlich werden die Kleinanleger leer ausgehen. Mit sehr viel Glück springt bei so einer Insolvenz irgendwas zwischen 1% und 5% des ursprünglichen Investments raus. Und die Thelen eine Bühne bieten, trifft die nicht eine Mitschuld? Komm direkt schreibt uns. Als Broker für SelbstentscheiderInnen geben wir keine Produktempfehlungen oder Anlageberatungen ab. RTL Vox will sich zu den Geschäftsbeziehungen von Thelen nicht äußern. Christian Lindner schreibt, er könne zu den Geschäftstätigkeiten von Herrn Thelen nichts sagen. Was denkt ihr? Kann man den Worten von Frank Thelen vertrauen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn euch dieser Film gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal. Und hier gibt es noch einen Film von STRG F zum Thema Aktienhandel und da einen anderen Film aus dem Funkkosmos.